Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute gibt es wieder ein asiatisches Fertiggericht von Hilcona bzw. von der Hilcona Marke Asia Takeaway. Und es gibt Asia Teigtaschen mit Teriyaki Soße. Ich habe euch vor kurzem ja auch schon mal ein Fertiggericht aus dieser Serie vorgestellt und war echt positiv überrascht, wie geil authentisch das geschmeckt hat. Ich bin auch gespannt, was dieses Gericht kann. Das habe ich auch im Edeka entdeckt und mitgenommen damals aus der Kühlung, nicht tiefgefroren, für 3,49 Euro. Und ihr könnt sehen, es ist ein vegetarisches Fertiggericht mit Teigtaschen, Karotten, Sojabohnen, Weißkohl, Paprika und Bambussprossen. Und das Praktische ist, man kann es halt, man kann es ganz schnell in der Mikrowelle zubereiten, weil es auch schon vorgegart ist. Und wenn ich richtig aufgepasst habe, dann haben wir hier drin nochmal eine Anleitung zur Zubereitung. Jo. Und die ist auch hier drin. Und das war nämlich ganz, ganz wichtig. Schonende Dampfgarung macht man damit. Und man darf es, glaube ich, nicht einstechen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Genau, ja. Schale ohne Einstechen oder Öffnen der Folie, 600 Watt, 4 Minuten erwärmen. Das ist bestimmt schon einigen passiert, dass sie gesagt haben, oh, krass, kenne ich, bam, 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 bam. Rein mit dem Messer würde ich sogar noch größer draufdrucken, bloß nicht einstechen, weil wir garen das Gericht quasi zum zweiten Mal, oder wir heizen es quasi, das vorgegarte Gericht, heizen wir nochmal auf. Und wenn da keine Löcher drin sind, dann kann diese Feuchtigkeit nicht erweichen, dadurch wird es dann richtig schön sapschig frisch. Davon gehe ich aus. 1, 2, 3, ab in die Mikro. Und jetzt schauen wir uns mal das Fertiggericht frisch aus der Mikrowelle in Großaufnahme an. Ich habe schon mal mit der Gabel so ein bisschen einmal durchgewühlt, damit ihr sehen könnt. Es sieht ja von oben vielleicht ein bisschen trocken aus, aber es ist gar nicht trocken, denn wir haben hier auch noch genügend Soße. Und das ist die Folie, die ganz fest drauf war auf diesem Fertiggericht. Ihr könnt hier erkennen, hier ist auch so ein Dampfgarventil, damit die nicht irgendwie abploppt vom Gericht. Das passiert mir leider manchmal schon. Also, dass ich, obwohl ich nicht einsteche, beziehungsweise gerade weil ich wahrscheinlich nicht einsteche, löst sich immer so ein Teil der Folie und da wäre auch die Gefahr, dass es dann zu trocken wird. Aber in dem Fall ist es nicht zu trocken geworden. Und es riecht tatsächlich super lecker. Und es riecht wirklich wie im Restaurant. Irgendwas ist heute anders, ihr Lieben, oder? Ja, normalerweise esse ich es ja vom Teller, aber jetzt habe ich gedacht, ich esse es mal direkt aus der Schale. Und es riecht richtig schön frisch und knackig. Und die Möhrchen sind auch noch knackig. Ich bin gespannt, wie so eine Teigtasche schmeckt mit Teriyaki-Soße. Ja, das riecht man, wenn man die Nase ganz nah dran macht. Teriyaki-Soße erinnert mich so ein bisschen an so ein asiatisches Maggi, hätte ich jetzt gedacht. Wow. Die Teigtasche ist schon heiß. Sie ist vegetarisch, ihr Lieben. Also kein Fleisch drin. Pusten, pusten, pusten. Auch hier kann man sich richtig schön die Zunge bzw. die Lippe verbrennen. Und das wollen wir ja nicht. Das ist lecker. Ich bin natürlich nicht so der Mega-Teriyaki-Fan. Ich bin eher so ein Curry-Fan von der Geschmacksrichtung. Also Teriyaki oder süß-sauer. Das ist mir alles so vom Geschmack her. Finde ich in Ordnung. Aber ich bin eher so der Curry-Typ. Aber wenn man hier unten nochmal ein bisschen rumrührt und dann die Soße mit nach oben nimmt, es ist einfach ein cooler Geschmack. Es schmeckt auf jeden Fall nicht wie ein 0815 Fertiggericht aus der Mikrowelle. Das finde ich schon sehr, sehr cool gelöst. Auf einer Skala von 1 bis 10 gibt es da auch von mir, auch wenn ich jetzt nicht der größte Teriyaki-Fan bin, gibt es wirklich gute 8 Punkte. Es lohnt sich auf jeden Fall, was aus dieser Serie zu probieren. Habt ihr da auch schon ein paar Gerichte probiert? Schreibt es gerne in die Kommentare. Was ist denn euer Lieblingsgericht hier von dieser Asia Takeaway-Serie? Würde mich echt mal interessieren. Vielleicht habe ich ja auch was verpasst. Damit ihr nichts verpasst, einfach hier oben den Kanal abonnieren, Daumen nach oben, Glocke aktivieren.
Und dann sehen wir uns garantiert im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss. Oh, ach, jetzt aber.